Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der Alpha 21. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, es ist soweit. Die Horde Base läuft. Ich habe soweit alles angeschalten, alles aufmunitioniert, alles soweit fertig gemacht. Moped steht bereit, falls wir flüchten müssen. Unser Gerätchen hier. Ja. Nein, die haben den Schalter weggemacht. Haben die den Schalter weggeballert? Hab ich gar nicht gesehen. Die Assis. So einen Schalter hier noch hinmachen. Die haben den Schalter hier weggeballert. Hä, wie geht denn das? Die haben einfach den Schalter hier weggeballert. Geht ja mal gar nicht. Was die meinen, wer sie sind. So, wie viel Spannung haben wir? 1,69. Das heißt, selbst wenn wir den Schalter hier anmachen, sind wir immer noch drunter. Sehr gut. Oh Gott, zum Glück habe ich das gesehen noch rechtzeitig. So, ich habe alles reingemacht, alles zum Reparieren. Wir werden gleich den XP-Boost hier nehmen. Ansonsten ein bisschen Munition, falls die Demolisher kommen sollten. Alter, ich unterhalte mich gerade. Falls die Demolisher kommen sollten, haben wir hier ein bisschen Munition, um es aufzuhalten. So, wir schauen mal, ob es funktioniert. Die Geschütze ballern. Sehr gut, sie werden gut angeschnitzelt. Sehr geil. Läuft wie ein Länderspiel. Bin mal gespannt, ob es gut wird. Du, das muss ein explodieren, du kleiner Drecksack. Na, 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 du kleiner Drecksack. Ich habe noch ein paar Spikes gesetzt. Und ein bisschen Holz, das wir hatten, war nicht gut, aber ein bisschen was habe ich gesetzt. Schön, dass ein dreckiger Spucker unterwegs. Was war das? Ist der gerade explodiert? Nein, der hat mir einen Schnitzler abgeballert. Seht ihr das? Ein Schnitzler ist schon weg. Der dreckige Kopf. Der dreckige Kopf. Hä? Oh, was wäre? Ja. Nein, ich hab keinen Stahl einstecken. Warum nicht? Warum hab ich keinen Stahl einstecken? Das fängt ja schon wieder echt gut an. Das fängt ja schon richtig gut an. Vielleicht nach einer Sekunde. Jetzt soll uns die Geschütze hier gleich wegballern. So. Auf die wilde Reise. Boah, da. Die haben uns hier gut was weggemacht, die Drecksau. Na, 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 du kleiner Drecksack. So. Alter Schwede. Okay, da merkt man vielleicht den Unterschied, wenn da ein paar mehr kommen, ne? Ich überlege. Rein theoretisch. So viele Geier kommen nicht. Siehst du, der wohl auch schon wieder explodiert, der Drecksack. Ich kann ja mal die Wahl schauen. Jetzt kommst du. Hier rüber latsch. Normalerweise auch. Das ist so der nächste Kopf. Die Schnitzler ist weg. Die Geschütze arbeiten auf Hochdruck, finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Vor allem das hier. Okay, das ist echt schon ein Unterschied. Das ist echt schon ein Unterschied. Das ist kein Kopf. Oh. Kann es sein, dass wir ein bisschen Lebensmüde sind? Ich frage meinen Freund. Einfach mal so gelassen, ne? Und dann hätten wir uns gewundert, warum auf einmal die Zombies hier drin stehen. Einmal lang. Nachlässig dürfen wir mal nicht weiter. So, solange keiner explodiert. Scheiße, kommt schon wieder nichts. Wie kommst du denn das?
Aber ich sag mal so, solange es nur Cops sind, ne? In Anführungszeichen. Solange es nur Cops sind, kann ich damit leben. Warum ist jetzt hingefallen? Habt ihr es gesehen? Das ist schon wieder. Achso, das Geschütz. Geht es so weit? Geht das Geschütz so weit? Geil. Das ist natürlich krass, dass es so weit geht, aber da müssen wir gleich mal aufpassen. Ne? Muss ja vielleicht gleich mal nachladen. Sehr coole Aktion. Finde ich sehr geil. Also auf die Geschütze können wir uns definitiv verlassen. Boah! Ja, wo ist er hin? Der Drecksack, habt ihr das gesehen? Da war ein Kopf, da war ein Kopf, da war ein Kopf, da war ein Kopf. Hier ist Kopf, scheiße, den krieg ich nicht mehr. Hier unten war keiner. Wo ist er? Der Schnitzel steht wieder still. Da ist kein Kopf dabei. Es kommt aber keiner durch, ne? Das ist ein Dicker. Hey! Beruhigen Sie sich! Der Geierwalli, hier kommt ein Kopf. So, ich glaube, wir sollten mal runtergehen. Ich glaube, wir sollten mal runtergehen und das reparieren. Da ist noch ein Kopf. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Und los. Nein! Fick dich! Ich hab's gewusst, ne? Ich habe es gewusst. Oh, Junge! Wie ich's gewusst hab, dass das passieren wird, ne? Aber warum kann ich die... Haben die den Ding kaputt gemacht, oder was? Zubringer, ne? Was sagen? Kann ja nicht sein. Sieht sie munitionstechnisch aus, leer geschossen, hab ich mir fast gedacht. Wenn gleich noch mal was rein. Spuckende Geier kommen mittlerweile. Okay. Geschütze arbeiten. Da ist noch was drin. Da ist auch noch was drin. Sehr gut. Wie sieht's bei dir aus? Da wird auch ordentlich gearbeitet, sehe ich. Glaube nicht. Sehr schön. Das war jetzt gerade knappe Geschicht, ne? Das war gerade knappe Geschicht. Ich fände. Sieht hier aus, sehr gut. Sauber. Da kann ich mit arbeiten, sehr gut. Schubsi schafft auch ordentlich. Sehr geil. Schützt Racker zu viel ab. Und hat abgeschnetzelt, sehr gut.
Sehr schön. Ich könnte fast überlegen, ob ich jetzt hier oben noch zwei Geschütze hinstelle. Ne? Also, ich brauche hier auf jeden Fall noch Generator und mehr Motor. Die sind gefährlich. Die sind gefährlich. Schütze, ne? Bam, 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 bam. Ich hab auch nicht was zu machen. Ey. Die Dart Traps sind auch geil. Die sind auch sehr gut. Die arbeiten auch sehr, sehr gut für mich. Also ich überlege, ob ich hier noch Strom habe. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Hier könnte ich eigentlich auch noch Strom machen. Der Strom unten ist kaputt. Okay. Gut, da waren so viele. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, könnte oben drüber immer Klappen machen und gucken, ob ich da irgendwie kann. Eine Geier, ekelhaft. Ekelhaft. Kommen nicht durch. Ist schon. Puh. Ist schon nicht schlecht. Also kommen nicht so gut durch. Die Munition wird langsam knapp. So, legen wir euch hier noch wieder auf, wenn ihr macht, dass ich noch ein bisschen draufhalten kann. Hier wird hart geschnetzelt, Junge. Hart geschnetzelt wird. Ja, geschnetzelt. Wie ist die wegbürstet, ne? Wie sieht's mit dir da unten aus? Halten auch noch sehr gut. Das läuft. Was ist dieser scheiß Geier? Wieder gehört. Die Drecksau. Ah, hier unten wurzeln wir weg. Also wirklich nur hier unten. Das ist nur ein Weg, okay. Kommen sie von der Seite. Warum auch immer die von da unten kommen, das ist eine Prävention. Sauber, hört auf die Steine kaputt zu schlagen. Hört auf mich zu nerven. Ich weiß nicht, warum die das Problem haben, dass sie dort auf diese Treppe schlagen müssen. Ne? Die Schweine, die oben. Schweine. Hart geschnetzelt. Und hier unten noch weiter. Bla, 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 bla. Ballert ihr eigentlich? Du Spieler. Hey, ihr wart doch gerade schon mal da, ihr zwei. Okay, weit ist er nicht gekommen. Hä? Okay, ich muss hier vielleicht auch mal. Ich muss hier vielleicht auch nach oben irgendwie was machen, so eine Ecke, wo sie hier hochlaufen können. Weil da unten an der Ecke sind sie immer so ein bisschen. Muss er vielleicht eine Stufe hoch machen oder irgendwas, eine Treppe vielleicht oder so. Wird glaube ich schon lang. Der macht's richtig. Alter. Einfach mal durch die Mangel gezogen hier. Der schon wieder. Der geht auch den richtigen Weg. Vorbildlichst. Vorbildlichst du nicht.
geschafft, ne? Okay, die Geschütze sind durch. Die Geschütze sind durch. Das heißt, wir gehen mal nach unten. Ich fülle mal etwas auf. So, ich schütze hier aus. Ich gebe hier nochmal 300. Schrotze ist immer noch. Ich weiß nicht, ich habe die, glaube ich, nicht richtig eingestellt vielleicht. Vielleicht die Schrotzen nochmal irgendwie anders verteilen. Ah, die Geschütze, die schneiden irgendwann runter. Also rechts und links nochmal was hin. Ja, den lasse ich wieder, ne? Die sind auch sehr gut, es läuft alles. Alles sehr gut. Das gefällt mir sehr. Hier dürfte eigentlich gar nichts sein. Aber hier runter würde ich gar nicht kommen. So weit war ich nicht zu entfernt. Bin ich nicht so sicher. Tür wieder zu. Jetzt nochmal fürs Protokoll. Seid ihr irgendwie eine ganz dicht oder was? Hildegard! Hildegard! Kinder. Scheiß Geier, ne? Du hörst den, das siehst du nicht, erst wenn sie dir am Arsch kleben, ne? So ein kleiner, dreckiger. Das sind aber nur die, ne? Kevin sind die anderen Probleme. Der andere läuft in den richtigen Weg. Voll Pfosten, ne? Dann läuft schon 3.51 Uhr, dann ist 4 Uhr. Gleich kriegen sie auf die Schnauze dann. Da kommt schon wieder der nächste. Ich muss hier irgendwas hinbauen um die Ecke. Es ist 4 Uhr! Und es ballert noch wie die Sau. So, wer hat nur hier auf die Fresse gekriegt? Hä, warum rennen die alle noch? Es ist 4 Uhr, Junge! Sag mal! Ihr habt sich gerafft, ne? Eine Schreierin, natürlich! Dreckige Sau! So! Die Horde ist geschafft! Wuhu! Horde Nummer 6, glaube ich, ne? Horde Nummer 6 müsste es gewesen sein. Sehr geil! Feier ich gerade ein bisschen. Es ist gut gelaufen. Besser, als ich gedacht hätte. Scheiß haben wir hier wieder. Aber das macht nichts. Oh, leck mich. Scheiße. Ja, den nehme ich dann. Da kriege ich noch ordentlich XP. Alter, Mann.
Maul, ey. Ah, oh, fuck, ey. Ich bin so dämlich, ne? Dürfst du keinem erzählen, ne? Die Dämlichkeit. Leck mich fett, ey. So ein Scheiß. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Bin ich ein Dödel, echt. Schön, nächste Vogel. Die Munition lasse ich da. Den Rest nehme ich mit. Dich lasse ich da. So, ich werde auf jeden Fall dich nochmal mitnehmen. Zum Reparieren. Und doch schon hier ein bisschen was. Oh. Ja. Die haben aber echt, ich muss wirklich sagen, die haben echt gut gehalten. Dafür, dass ich die nicht einmal reparieren konnte, haben echt gut gehalten. Was war das? Komm mal dahin. Die haben echt gut durchgehalten. Bin schon ein bisschen begeistert. Ja, da war die Schwachstelle leider. Den haben sie halt gleich als erstes weggesprengt, ne? Da kam gleich der dreckige Kopf und hat es gleich weggeballert. Der Drecksack, ey. Einfach gleich weggesprengt, ne? Ja, aber es hat ja trotzdem gut gehalten. Also dafür... Dafür hat es echt gut durchgehalten, muss ich wirklich sagen. Hätte ich nicht erwartet, dass es so gut läuft. Ich hätte fast Angst gehabt, dass sie doch durchbrechen, ne? Ich bringe mich einfach selber um. Wenn mich kein anderer umbringt, ich bringe mich einfach selber um. Heiland Sebbel, ey. Yucca-Säftchen. So, hier müssen wir irgendwas machen. Das kann so nicht weitergehen. Oh, hier kommen sie aber auch nicht weiter. Das bringt auch nichts. Irgendeine Eckgeschichte. Ja, sieht auch komisch aus. Nee. Kann ich denn dahin machen, dass die Idioten da hochlaufen? Meine Nomad. Ach, leck mich doch die Füße. Du kannst eigentlich nur. Block hinsetzen. Ja, setz mal einfach blocken, ist doch scheißegal. Jetzt habe ich wieder kein fucking Holz, ne? Jetzt habe ich wieder kein fucking Holz. Schraste aus, Junge, ja. Komm, mach den Hobel weg. Scheißegal, das können wir mal anders machen. Du bleibst auch da. So, dann schmeißen wir nochmal das ganze Essen, was wir alles mit nach Hause nehmen, rein. Das, das, das. Die Tabletten, dich auf jeden Fall. Dich nehmen wir mit. Du gehst mit nach Hause, du gehst mit nach Hause. Dann hier die. Du gehst mit. Du bleibst da, du und du natürlich. Die 5 Verbandskisten nehmen wir einfach mal mit nach Hause. Aber du kannst da bleiben. Dann haben wir hier noch was.
Du gehst auf jeden Fall mit. Du gehst auf jeden Fall mit. Du auch. Du gehst ins Moped rein. Dich haben wir vergessen rauszumachen. Du kannst verkaufen. Du und du. Du musst auch raus. So, weiter geht die wilde Reise. Müssen wir hier den ganzen Loot hier. Denn der Loot, der tut mir gut. Schatzkarte ist auch immer sehr gut. Und ein Haufen Messing, ey, das brauchen wir auf jeden Fall. Und schön viele Dosen, da können wir schön unterschiedliches Essen machen. Auch sehr genial. Und was ist das denn jetzt? Nee, oder? Was du schon mit dem Säckli? Ich gedacht, da wären ein paar mehr blaue. Leck mich am Arsch. Ich bin fast draufgegangen, ey. Wegen eigener Blödheit. War knappe Geschichte auf jeden Fall. Hier ist noch ein Sack. Ja. Hallo. Wir bringen uns gleich noch selber um, ne? Vor lauter Dummheit. Nimm mal lieber das Ding hier, ey. Trollo, ey. Wir müssen auf jeden Fall hier nochmal eine Reihe zumachen, damit es erstens gut ausschaut und zweitens, dass sie da nicht versuchen, hier wirklich noch was kaputt zu schlagen. Dann können wir nämlich auch hier hoch machen. Genau. Also hier muss auf jeden Fall wieder ein neues hin. Geschütztürme noch einmal ganz oben, haben wir gesagt. Ja, könnte gut werden, ne? War auf jeden Fall eine geile Horde-Nacht. Hat mir sehr gefallen, muss ich wirklich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir viel Spaß gemacht. Auch wenn man nicht so viel zu tun hat. Aber es war immer wieder schön. Immer wieder ein Träumchen. So viel zu verkaufen haben wir gar nicht, ne? Lesen, akzeptieren. So viel ist es gar nicht zum Verkaufen. Nee, es war hauptsächlich viel Essen. Und das Zeug. Sehr schön, dann machen wir das richtige Holz gleich zu Baublöcken. Au! Hä? Sag mal, du sollst rückwärts fahren, Prinzessin. So, fahren wir noch kurz zum Händler. Essen sollten wir auch gleich was, das machen wir gleich beim Händler. Ich finde den Schatz, wo ist der eigentlich? 900 Meter. Können wir in der nächsten Folge machen. In die Richtung. Ja, wir fahren erstmal zum Händler. Verkaufen unseren Kladderadatsch. Gucken, was er Neues hat, weil heute ist auch wieder Händler-Reset. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Eine schöne Horde. Ich überlege. Ich glaube, nächste Horde mache ich einfach nochmal einen Tick höher. Haben jetzt alles eingepackt, ne? Nehm dich einfach mit. Scheißegal. Machen. Ich glaube, nächste Woche mache ich einfach nochmal einen Tick höher. Dass hier noch mehr Zombies kommen. Und dann haben wir ordentlich Spaß. So. Pass auf, den Scheiß kannst du haben, den Scheiß, den und den. Dann haben wir jetzt ordentlich was. Und fast was verkaufen. Was einschmelzen. So, Munition brauche ich nicht. Taktisch Sturmgewehr ist alles schlechter als das, das ich habe. Oder ich brauche es nicht. Das Buch brauche ich. Die anderen habe ich alle. Schießpulver, Benzin ist nicht schlecht. Den Yucca-Smoothie nehme ich. Die Soße nehme ich mal. Den Kleber definitiv. Das Messing. Die Mods interessieren mich nicht. Klingenfallen haben wir noch. Dartchips auch. Das ist alles schlechter als unseres. Du hast irgendwie nichts, was man irgendeiner Art und Weise gebrauchen kann. Ich glaube, wir machen einfach mal in der nächsten Folge eine kleine Händlertour. M60 Qualität 5 freigeschaltet. Das wäre schön. Wir machen einfach in der nächsten Folge mal eine kleine Händlertour. Das wäre doch was. Wir fahren jetzt nach Hause, fahren dann nach hinten.
fahren hier den Schatz holen. Hier ist auch noch ein Schatz. Dann fahren wir hier rüber. Dann hier hoch. Dann hier hoch. Also nächstes Mal machen wir eine Händlertour. In der nächsten Folge. Und dann, in der übernächsten Folge, lassen wir uns so richtig den Arsch aufreißen. Hier. Befallene Stufe 6. Ich will noch einmal eine Händlertour machen. Will noch mal gucken, ob ich vielleicht irgendeine schöne Waffe... Ich hätte gerne noch eine M60. Eine bessere. Und sobald wir das haben, gehen wir... Also auf jeden Fall, egal was passiert, übernächste Folge Stufe 6. Tier 6 Quest. Die werden uns so die Eier hochbinden, aber ist mir egal. Ich hab Bock drauf. Ich weiß, dass wir drauf gehen werden, aber ist mir egal. Wir werden das schon irgendwie meistern, in irgendeiner Art und Weise. Bis jetzt haben wir alles hingekriegt. Boah, wird schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aber egal. Nichtsdestotrotz. Also wie gesagt, nächste Folge Horde. Nächste Folge Horde. Nächste Folge machen wir einfach nochmal die Horde, weil wir gerade so lustig sind. Nein, nächste Folge Händler, Tour und dann übernächste Folge Tier 6 Quest. Ich habe richtig Bock. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.